Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne mit dir einen Blick in die französische Blissim-Box aus dem Monat Januar werfen. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Blissim-Box ist die ehemalige Birch-Box, so nennt die sich. Und ich habe die damals abonniert, weil ihr mich quasi darauf hingewiesen habt, dass es diese Box gibt. Und die gibt es für 18,90 Euro auf der französischen Seite zu kaufen. Ihr bekommt sie aber auch mittlerweile in Deutschland. Ich bin immer noch hin und her gerissen, möchte ich jetzt die französische Variante abbestellen, aber eigentlich unterscheiden die sich manchmal halt auch und dann hat man so coole Sachen dann irgendwie doch irgendwie drin und irgendwie, weiß ich nicht, habe ich mich bislang noch nicht dazu durchringen können, die französische Variante zu deabonnieren, deswegen kriege ich die deutsche Variante in PR zugeschickt und die französische Variante habe ich noch selber im Abo, läuft bei mir. Manchmal muss man nicht verstehen, was zwischen diesen beiden Ohren manchmal abgeht. Und jetzt haben wir hier die Januar-Variante. Das kommt dieses Mal auch wieder in der Box und nicht in der Tasche oder sowas, ne? Sehr schönes Design und auch ein schönes Geschenkschächtelchen tatsächlich, ne? Und jetzt habe ich den Deckel einmal eiskalt entfernt. Ich verlinke euch mal die ganzen Infos zu der Box in der Infobox. Da könnt ihr auch gerne meinen Freunde, wir haben Freunde-Link verwenden. Dann bekommt ihr irgendwie auch so eine Vergünstigung, Startguthaben oder so. Das ändern die in letzter Zeit relativ häufig. Das ist sehr verwirrend. Hier habe ich dann einmal das Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Januar oder Janvier 2023. Boah, wie geht es jetzt nochmal auf Französisch? Keine Ahnung. Winter Bliss ist hier das Motto des Ganzen. Und hier ist wirklich einiges drin. Das ist ein richtig, guck mal, wie viel da drin steht, ne? Da sind auch Special Editions und so beschrieben. Und du hast bei der französischen Variante halt den Online-Shop. Und die haben da halt auch Yves Saint Laurent und MAC und sowas alles mit drin. Hello Buddy offensichtlich auch. Alles auf jeden Fall sehr aufregend. Und Bonne Nuit. Hier sind Sachen immer so schön drin. Ist halt alles auf Französisch, ne? Naja, auf jeden Fall geht es darum, dass wir das Jahr jetzt offensichtlich auch neu beginnen. Und dann schauen wir einfach mal, was wir an Winterpflege hier drin finden. Ich weiß gar nicht mehr, was das Auswahlprodukt war. Ich meine, dass man sich entscheiden konnte, ob du dir irgendwie ein Pflegeprodukt nehmen möchtest oder halt ein Blush. Und ich habe den Blush gewählt. Ich meine schon, denn du hast hier dekorative Kosmetik und auch Pflege mit drin, aber vor allem Pflegeprodukte. Und immer, wenn ich mich entscheiden kann, nehme ich natürlich die dekorative Kosmetik. Das ist so ein richtig süßer kleiner Blush, der mich von der Verpackung her so ein bisschen an die Becker Blushes erinnert. Seht ihr das? Total cool. Hat auch einfach nur die Bezeichnung Blush. Ist super. Ich weiß gar nicht, wie viel Gramm der hat. Scheint eine polnische Marke zu sein. Das wusste ich gar nicht, dass PES eine polnische Marke ist. Warum stehen denn hier nicht die Gramm-Geschichten drauf? Muss das nicht normalerweise draufstehen? 4 Gramm. Format Vont. Format Vont heißt wahrscheinlich das gelieferte Format. Und das ist ein so niedlicher kleiner Blush. Guck mal, eine ganz tolle Farbe. Es geht auch so ein bisschen in den Bärenton mit rein, ne? Das möchte auf jeden Fall mal ausprobiert werden. Ich muss mal gucken, ob ich das dieses Jahr jetzt endlich wieder hinkriege, meine Full-Face-Beauty-Boxen abzudrehen, Leute. Wäre mal sinnvoll, denn ich habe irgendwann letztes Jahr aufgehört, weil das ja alles mit der Adventskalendersaison ein bisschen Überhand nahm. Überhand ist gut, ne? Es war halt die Saison dafür. Und außerdem war dann auch noch der Fall, dass ich Mami geworden bin. Woo! Richtig cool. Und Hallo Mr. Bauchi ist das Buch, was ich jetzt im Pelletier Verlag nämlich rausgebracht habe. Schaut gerne in der Infobox vorbei. Ja, ein Herzensprojekt von mir, ne? Es liegt hier auch noch, weil ich die Tage erst mein Launch-Video abgedreht habe. Und heute, wo ich das Video drehe, ist der 1.1., da ist das Video online gekommen. Ein ganz, ganz tolles Buch, wirklich. Das ist ein Herzensprojekt, mein Schwangerschaftstagebuch. Ja, das ist sehr, sehr intim geschrieben, Leute. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr euch das auch im Bundle mit Sammy endlich ankommen. Kaufen und vielleicht auch mit den Tassen von Sammy endlich ankommen, dann habt ihr auf jeden Fall einen tiefen Einblick in meine Brain World, meine Kopfwelt oder auch ein Stück weit in mein Privatleben. Denn Sammy endlich ankommen ist ein fiktives Buch und zum Ende hin so ein bisschen was ist dann aus der Realität tatsächlich, ne? Wenn er dann angekommen ist. Und das Mama-Tagebuch ist natürlich aus der Realität, denn ganz offensichtlich ist Mr. Bauchi geschlüpft aus mir. Ja, denn die schwangere Lady auf dem Cover, das bin ich. Okay, egal. Guckt in der Infobox vorbei, falls ihr Bock habt, euch das zu bestellen. Und jetzt mache ich hier weiter mit dem Unboxing. Super, wenn man von Blush auf Schwangerschaft kommt.
So, eben hatte ich es ja noch gesagt. Hello Buddy ist auch im Onlineshop dort vertreten. Aloe Side Hydrating Eye Gel Cream. Oder konnte ich mir dort die Reihe auch von Hello Buddy aussuchen? Ich weiß es nicht. 15 Gramm sind hier drin. Ich hatte mal so eine Cara Augencreme von Hello Buddy. Die hatte ich auch mal in der Box mit drin. Die fand ich nicht so gut. Oh, was knackt denn da draußen so? Hilfe. Aber die Aloe-Reihe müsste denn in dem Sinne für mich sehr sinnvoll sein, weil ich habe ja feuchtigkeitsarme Haut, dadurch, dass ich zum einen generell eine trockene Haut habe und zum anderen dadurch, dass ich einfach auch schon ein paar Tage älter bin, also mit 33 Jahren. Je älter ein Mensch wird, desto trockener wird eigentlich auch die Haut, ne? Und dementsprechend, ja, Trockenpflaume bin ich halt. Und das hier kann ich dann definitiv mal ausprobieren. Warum eigentlich nicht? Habe ich wohl Bock drauf. Guck, zwei Produkte, zwei Tops für mich so, ne? Panda-Tee haben wir hier mit drin, Morning Boost haben wir manchmal, ne? Diesen Tee als Probe, 5 Minuten kannst du es ziehen lassen, mit grünem Tee und Mate. Das mag ich nicht. Mate ist nicht so ganz meine Welt, leider. Dann habe ich hier mit drin, für die Haare etwas, Serum Boost and Scalp. Sehr schön, also für die Kopfhaut, ne? Growth and Scalp Serum, also quasi, dass deine Haare, dein Haarwachstum angeregt wird. Richtig gut. Jo, mit was für einem Öl? Rizinusöl, ja, das macht ja auch durchaus Sinn. Menthol und Matcha ist hier mit dabei. 97,7% der Inhaltsstoffe sind natürlichen Ursprungs, das sind 30 Milliliter. Das kann ich mir wirklich gut vorstellen, wenn, also ihr schreibt mir das ja ständig so, ja, ja, jetzt hast du tolle Haare, aber dann und dann wird irgendwann sein, dass deine Haare alle ausfallen, gefühlt, ne? Angeblich ja direkt nach der Schwangerschaft, aber da sind wir jetzt auch schon 7 Wochen dran vorbei, sage ich jetzt mal, und ich klopfe auf Holz. Aktuell ist alles noch soweit so gut. Ich habe jetzt mal wieder einen stehen, aber das ist normal. Das habe ich irgendwie ständig. Aber ansonsten kann ich mich jetzt so nicht beschweren, auch wenn ich so meine Haare kämme, ne? Alles tut die Leute. Aber gut, lege ich mir zur Seite, falls dann mal der Fall der Fälle auftritt, dass ich da die Möglichkeit habe, einfach wieder das Haarwachstum anzuregen, um meine Kopfhaut zu pflegen. Was ich jetzt auch schon wieder in der Dusche stehen habe, ist ein Kopfhautpeeling. Da hatte ich nämlich auch in irgendeinem Adventskalender einen Riesen-Oschi drin. Ich glaube im Look Fantastic Adventskalender, ne? Von Christophe Robin. Das ist ein sackteures Vieh. Von Hugon habe ich hier auch was drin fürs Gesicht. Eine Hyaluroncreme fürs Gesicht ist das. Hyaluronsäurecreme. 12 Milliliter, das ist eine sehr kleine Geschichte, aber das kann man gut verwenden, um es halt auszuprobieren. Soll nährend sein und hydratisierend. Jo, Multi-Active-Komplex. Na, guck an. Ja, eine schöne kleine Reisegröße. Hugon hatten wir auch schon das ein oder andere Mal in der Blissim-Box vertreten. Das ist eine französische Marke. Hatten wir als Body-Peeling mal mit dabei. Was ich echt viel zu mau finde, weil die Peeling-Körner mir einfach nicht schrubbelig genug sind für den Körper. Ja, ansonsten das ein oder andere hatten wir da tatsächlich auch schon mit drin, ne? Aber ich habe, also an das, was ich mich erinnern kann, ist das Body-Peeling. Denn das habe ich schon mehrfach verwendet. Aufgebraucht tatsächlich auch schon. Ja, Gesichtscreme. Das weiß ich noch nicht. Muss ich mal gucken. Und da merkst du halt auch wieder, bei den Marken, die halt auch in der Blissim-Box vertreten sind, dass die Blissim-Box auch sehr darauf achtet, irgendwie so natürliche Inhaltsstoffe mit drin zu haben. Das ist immer ganz interessant zu beobachten. Dann habe ich hier noch was von La Rosée mit dabei. Da habe ich aktuell einen Maskenstick in Anwendung, den ich in der Goodiebox drin hatte mal. Stick Lèvres, also ein nährender Lippenbalsam ist das, aus Frankreich, 4,5 Gramm. Ja, können wir jetzt gebrauchen, es ist die kalte Jahreszeit, wo die Luftfeuchtigkeit auch sehr niedrig ist, deswegen können wir ja diese kompletten feuchtigkeitsspendenden Produkte hier sehr gut gebrauchen, ne? Heizungsluft, alles ist furztrocken. Zu Weihnachten haben wir uns, oder im Prinzip habe ich das einfach gekauft, so, ne, einen neuen Raumbefeuchter uns gegönnt, weil einfach die Luftfeuchtigkeit, die war so niedrig und wir haben es an Sammy gemerkt, wir haben es an Julius gemerkt und ich habe gemerkt, dass ich immer mehr mich gefühlt habe wie eine Dörflaume. Und dann habe ich halt noch so einen neuen Raumbefeuchter bestellt. Wir hatten erst so einen kleinen gehabt und jetzt habe ich so einen großen bestellt. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Auch so ein Riesen-Oschi, keine Ahnung. Und ja, seitdem haben wir wieder eine vernünftige Luftfeuchtigkeit von ungefähr 40-50%, was immer noch zu wenig ist, aber trotzdem, wir hatten sonst immer so unter 20. Wobei, jetzt laber ich schon wieder, egal. Ja, moin, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Falls du mehr Laberababa hören möchtest, kannst du mich hier unten einmal abonnieren, falls du es noch nicht getan hast. Eigenwerbung kann die Frau. Auf jeden Fall, genau, ist jetzt gerade
Weltuntergangsstimmung draußen im Sinne von super viel Regen. Das heißt, dementsprechend hast du auch drin dann eine höhere Luftfeuchtigkeit. Wenn draußen aber trockene Luft ist, das heißt auch so kalte Luft, ne? Also im Winter hast du immer trocknere Luft als im Sommer. Und wenn du draußen halt diese super Eiseskälte hast, dann hast du drin auch automatisch richtig kalte Luft. Und dann neigt man ja auch noch dazu, A, die Heizung etwas höher zu drehen oder B, Kerzen anzumachen oder C, den Kamin anzumachen. Und all das sorgt dafür, dass die Luftfeuchtigkeit im Raum noch weiter runtergeht. Dementsprechend Raumbefeuchter. Ja, wir machen das auch gerne, dass wir einfach nasse Wäsche aufhängen in der Wohnung. Das habe ich meiner Stiefmam auch quasi angeteasert, wie auch immer, nicht angeteasert. Die macht es jetzt auch so, ne, weil die auch einen Kamin haben. Ist sehr hilfreich, das ist so der erste Step. Und wenn es dann halt wilder wird, Raumbefeuchter. Hilft bei uns. Wow, das war so ein kleiner Monolog, der einfach mal sein musste. Ihr Lieben, das war jetzt die Blissim-Box und die hat mir gut gefallen doch. Also wir haben schöne Produkte drin, dekorative Kosmetik, wirklich Produkte, die jetzt auch in diese Jahreszeit sehr gut reinpassen mit der feuchtigkeitsspendenden Geschichte. Schöne Marken. Schreibt mir mal gerne eure Meinung in die Kommentare rein, ne? Und dann war es das hier von mir. Wenn es dir gefallen hat, lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben eine Playlist mit den ganzen Unboxings der Beautyboxen. Jetzt schon aus 2023 eine Playlist, Leute. Hier unten mein neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!